Hallo Martin. Hallo Herr Dr. Hirschhausen. Eckhard ist vielleicht einfacher. Gerne auch Martin. Wie alt bist du, Martin? Ich bin jetzt 33 geworden. Und wie alt fühlst du dich heute? Tja, 95. Was würde passieren, wenn du jetzt aufstehst? Ich würde sagen, dann wäre die Konversation beendet. Du kannst gerade gar nicht laufen. Ich kann mich nicht mal aufrichten, richtig. Ich habe ein Bett, das automatisch hoch und runter fährt. Also Sie müssen sich das vorstellen, Sie haben einen Rahmen an Energie zur Verfügung pro Tag. Und das ist wie so ein Kreis, den Sie auf eine Tafel malen. Und innerhalb dieses Rahmens können Sie sich bewegen. Aber schreiten Sie aus diesem Kreis raus, dann wird es gefährlich. Und dann gibt es noch einen zweiten Kreis drumherum. Das ist die absolute Grenze. Und wenn Sie die überschreiten, dann bekommen Sie das, was man in der Forschung Post-Exertional Malaise nennt. Es gibt verschiedene Begriffe dafür, aber im Grunde meinen Sie alle Ähnliches, nämlich, dass sich der Zustand des Patienten maßgeblich verschlechtert, entweder über Tage, über Wochen, über Monate oder für immer. Und für mich war es damals zum Beispiel 2018 so, dass ich diese äußere Linie einmal überschritten hatte, 2 Wochen im Bett lag und da war ich dann 29 und war mitten im Referendariat in der Vorbereitung auf mein zweites juristisches Staatsexamen und war der absolute Karrieretyp, hatte alles, was man sich vorstellen kann und war auch dementsprechend gepolt auf Leistung und hat mir halt gesagt, das ist doch jetzt totaler Scheiß. Ich stehe jetzt auf und gehe ins Bad, ich muss auf Toilette. Und seitdem liege ich jetzt 4 Jahre im Bett. Was läuft da gerade? Da läuft jetzt Wasser, um ausreichend Flüssigkeit zu kriegen, weil ich nicht imstande bin, genug zu trinken, damit ich auf 2 Liter am Tag komme. Hm. Ist heute ein guter oder ein schlechter Tag für dich? Heute ist insofern ein sehr merkwürdiger Tag für mich, weil der Tag fing an, dass ich überhaupt nichts konnte. Meine Mutter musste mir helfen, meinen Körper zu waschen. Hast du heute Medikamente genommen, um dieses Gespräch zu ermöglichen? Genau, ich habe heute zum Beispiel Tavo genommen und Gabapentin. Die hören mit der Zeit auf zu wirken, sodass man immer größere Dosen bräuchte, die dann zu immer weiteren Nebenwirkungen führen müsste und man das irgendwann absetzen muss, was zu Entzugserscheinungen führt. Das heißt, man spielt mit dem Feuer. Ist so ein Gespräch für dich anstrengend? Ja, also im Nachhinein. Das Problem ist, man weiß nicht warum, aber die Verschlechterung tritt entweder sofort ein, wenn man sich völlig übernimmt, oder sie tritt so 12 bis 24 Stunden später ein. Also das heißt, die Frage, ist das Gespräch anstrengend? Das kann ich dir übermorgen genauer beantworten. Du hast ja schon mal Jura studiert. Jetzt habe ich das Gefühl, du hast noch ein halbes Medizinstudium rangehängt. Ich hatte keine Wahl. Weil das Problem ist, und das möchte ich ganz klar ansprechen, wir haben in Deutschland und auch weltweit ein Riesenproblem mit der Anerkennung von ME/CFS, aber auch immer noch von Long-Covid. Also es gibt eine Riesenlobby, die psychologischen Komponenten als krankheitsauslösenden Effekt erklären. Und das ist sehr gefährlich, weil das entzieht zum einen der biophysiologischen Forschung das Geld und zweitens erzeugt es natürlich in der Gesellschaft ein falsches Bild von der Krankheit. Und das ist fatal. Wir haben das Problem, dass wir ME/CFS und Long-Covid in ihrer Gänze nicht verstehen. Du sagtest, dass Menschen wie du viel zu wenig in den Medien vorkommen, nicht ins Fernsehen kommen. Viel zu wenig. Das hier ist gerade ein historischer Moment. Dass du da bist, dass du ein Ohr hast dafür, das ist für unsere Community
man kann es nicht anders sagen, ist in Deutschland historisch. Es geht darum, dass wir so viele Menschen sind, weltweit. Warum werden wir allein gelassen? Also es bricht mir das Herz. Ich habe allein im letzten Jahr 5 Freunde verloren. Woran? Die haben sich das Leben genommen. Weil das so unerträglich war? Ja. Und hattest du vorher mit ihnen Kontakt, oder? Das war sozusagen Bilanzsuizid mit Ankündigung. Der dann auch durchgezogen wurde. Und ich kann nichts machen. Der Bewegungsradius meines Lebens bewegt sich auf das, was Sie hier sehen. Dieses Bett. Glaubst du, dass es Leute gibt, die mit dem Leid von Chronic Fatigue-PatientInnen auch Geld machen wollen? Natürlich. Also es ist eine Katastrophe. Ich habe... Wer sind da die übelsten Abzocker? Also wir haben jetzt zum Beispiel eine ganze Fülle von Ärzten, die Supplements anbieten. Nahrungsergänzungsmittel. Ja, genau. Nahrungsergänzungsmittel anbieten, die also verlangen, dass man bestimmt 6.000 Euro Nahrungsergänzungsmittel ausgibt. Also da hängen Konzerne mit Ärzten zusammen, die sozusagen Revenues kriegen, also das heißt Rückerstattung für jeden Kauf, also man könnte in Deutschland sagen Provision. Und das sind entweder deren eigenen Firmen, dann verdienen sie richtig gut Geld, oder aber sie beauftragen andere Firmen, diese Supplements herzustellen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 sind halt diese Pseudopsychologen, die dann bestimmte Programme anbieten für unglaublich viel Geld, die man dann kaufen soll und die alles noch schlimmer machen. Das heißt, wenn man, also die Leute, die dann nicht gesund werden, die sind selber schuld. Ich kenne das Phänomen auch von so Pseudobehandlungen, auch bei Krebserkrankten. Ja, die, da so zum Beispiel Vitamin C-Infusion und sonst was. Wie dann, es heißt, du hast diese Krankheit sozusagen durch schlechte Gedanken eingebracht und wenn sie nicht besser wird, dann bist du selber schuld. Genau. Immer, du bist selber schuld. Und das ist halt, wir haben, also diese Selbstmorde, über die ich erzählt habe, das ist ja nicht die primäre Erkrankung. Es gibt eine Studienlage, die zeigt, wir haben eine Mortalität bei ME/CFS, liegt bei ungefähr 1%. Das sind meistens Herzinfarkte, Schlaganfälle. Das kann passieren, aber größtenteils sind es Suizide und das ist ein Thema, das einfach völlig ignoriert wird. Also es ist wirklich, die Menschen fühlen sich alleingelassen, wir sind in den Medien nicht wirklich präsent. Wie viele ME/CFS-spezialisierte Sendungen hast du bisher miterlebt? Ich bin ganz ehrlich, ich hatte das Thema auch überhaupt nicht auf dem Schirm, bevor ich über Long-Covid den ersten Film gemacht habe und dann wurden wir überwältigt von Briefen, von Mails, von Zuschriften, die sagten, guck dahin, ja. Ich denke einfach, es ist oft das Leid, das Menschen dazu bringt, Mitgefühl zu zeigen. Aber wenn das Leid einfach verschwiegen wird, nicht öffentlich gemacht wird, die Presse sich nicht wirklich interessiert, vielleicht auch, weil es zu diffus ist, das Krankheitsbild, dann haben die Menschen kaum eine Chance, weil die Politik wird sich nicht wirklich bewegen, ohne dass es politischen Druck gibt und es ist medialer Druck. Und wir brauchen nicht ein paar Millionen, wir brauchen Zehntausende Millionen für die Forschung. Und die müssen dann auch noch intelligent investiert werden in Forschungsprojekte, die wirklich sinnvoll sind. Und angenommen, du wärst jetzt Gesundheitsminister und du hättest 50 Millionen. Also ich denke mal, wie viel Geld wir an Krediten aufnehmen, um der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. Mhm. Aber den Menschen, die jetzt von Long-Covid betroffen sind, in deinem Falle hat es nichts mit Covid zu tun, aber die Symptome, die Endstrecke sozusagen, sind ähnlich. Warum, wenn du über 50 Millionen verfügen könntest, wo glaubst du, wäre der größte Hebel, die größte Not, sowohl in der Forschung als auch in der Versorgung von Menschen wie dir? Forschung. Also
Das Problem ist, ich habe das lange mit meinen Kompagnon diskutiert. Wir haben als erste Aufgabe ein Forschungsnetzwerk überhaupt aufzubauen. Das heißt, wir müssen ja erstmal Strukturen schaffen. Also die Hand wird immer aufgehalten. Aber wir müssen ja erstmal Strukturen schaffen für Forschung an sich. Was hält dich aufrecht? Emotional. Emotional. Zum Beispiel du jetzt. Deine Präsenz. Meine Frau, Freundin. Meine Familie natürlich. Du bist gerade Onkel geworden. Ich bin gerade Onkel geworden. Ich weiß nicht warum, aber nicht zuletzt der Wille, Menschen zu helfen, die so leiden wie ich. Und ich weiß halt dadurch, durch Medikamente, dass es nichts kaputt ist. Es kann wieder in Gang gebracht werden, sozusagen. Es ist nicht so wie MS, wo die Myelinscheiben irgendwie weg sind und die Nerven zerstört werden, sondern es ist nichts kaputt. Und es gibt eine Chance für uns. Aber die Chance heißt, wir brauchen Geld und wir brauchen Unsummen von Geld. Um es ganz deutlich zu sagen, Herr Lauterbach, es ist nicht genug, es reicht nicht. Wir brauchen definitiv viel mehr Hilfe. Und zwar sehr schnell. Wir verlieren Menschenleben, die sind viel zu jung, die brauchen nicht sterben. Und ohne Hilfe der Politik sind wir völlig verloren. Ich habe neulich so ein Aha-Erlebnis gehabt, wo eine junge Long-Covid-Betroffene sagte, wir reden immer von 3G, wir haben 4G. Wir haben nicht nur geimpft, getestet und genesen, wir haben auch geschädigt. Ja, also um das aufzugreifen, wir reden die ganze Zeit von Covid-Infektionen und wie wir die vermeiden können. Aber wir reden nicht davon, was eigentlich passiert dann danach. Und das ist das 4G. Also wir reden nicht davon, wie wir vermeiden können, dass jemand in diese Long-Covid-Schiene rutscht und dann möglicherweise für immer geschädigt wird, wenn es zu den 10-30%, wie gesagt, die Studienlage ist unklar, zu ME/CFS entwickelt. Willst du noch was loswerden, was dir besonders am Herzen ist? Ja. Erstmal, ich danke dir tausendfach für deine Zeit. Es ist ungewöhnlich, dass sich prominente Menschen für uns engagieren. Als Arzt hast du noch mal ein anderes Verständnis dafür. Und natürlich, ich kämpfe seit Jahren dafür, Aufmerksamkeit zu bekommen und du bist jemand, der mir dabei helfen könnte, und dafür danke ich dir.